Hm? Jetzt nicht auf der SSD, es könnte dauern. Kein Problem. So, dann mach ich mal den Stream Manager an. Ich bin online. Hast du jetzt dein gefaktes Greenscreen-Ding? Alles aktiv. Ich hab mein neues, cleanes Game Overview. Dann können wir ja mal. Siehst du gleich. Ja, schon eine Benachrichtigung gekommen. So, ihr lieben Leute, hier ist wieder euer Duplex. Erstmal kommt das schöne Intro. Und da sind wir. Man kann jetzt bei dir übrigens doch die Auflösung einstellen. Hast du es geändert? Ich habe gar nichts geändert. Das ging vorher nicht. So, und zwar spielen wir heute ein bisschen Conan Exiles. Und ich sehe gerade, dass Duplex-Logo ist nicht das funktioniert ganz wirklich in der Mitte. So. Ja, funktioniert krass. Sogar sehr gut. Ist nur ein bisschen dunkel. Meinst du, es soll heller sein? Naja, man sieht dich kaum. Hattest du denn nicht auch so Spots? Nee. Ins Gesicht scheinen? Nee, ich benutze immer mein Handy. Oh, deine Schmatzgeräusche sind doch recht stark. Ja, ist ja. Die Gummibärchen sind gleich alle. Was Gummibärchen? Das klingt so, als würdest du Schokolade lutschen. Okay, da ich jetzt hier schon Charakter erstellen muss, kann ich eigentlich auch schon das Spiel machen. So, ist jetzt besser? Ja. Nee, so ein Scheinwerfer, der fehlt mir noch. Oh Gott, man sieht meine riesigen Augenringe. Ja, Leute. Heute gibt's etwas Conan Exiles. Ihr hört gar keinen Sound, merke ich gerade. So, jetzt aber. Ah, ich verstehe. Wenn ich raustappe, ist der Sound weg. Ich guck gerade mal, ob man das ändern kann. Laut und leiser noch mal, ich weiß es nicht mehr. Rechtsklick. Erweiterte Augen. Nee, das passt nicht drauf. So, Spiel erkannt wird. Streaming-Modus, was soll das denn sein? Mach ich mal an. Oh nein. Hallo, guten Appetit. Tschüssen. Tschüss, Anna. Die Anna kann ja mit so Schmatzgeräuschen nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Ja, ich bin rausgetappt und komme nicht mehr rein. Ah doch, ging gerade so. Ey, wie schlecht optimiert ist das denn bitte? Dass man nicht einfach so raustappen kann. Wie kann ich dir denn jetzt beitreten? Geht das über Steam? Ich muss erst einen Charakter erstellen. Vorher kann ich nichts machen. Wer erkennt bei mir das Spiel nicht? Weiß auch nicht warum. Ne, er kennt's nicht. Ich starte das jetzt nochmal als Admin. Wie das Spiel das Admin starten? Was? Nein, das OBS. Und da gab es ja auch mal ein Update. Nein, das ist da rückgesetzt. Oder es spackt so rum, weil ich halt auch nicht richtig rein und raus treiben kann. Naja, ich lass mal die Tasten und alles so, wie es ist. Ich komm nicht rein. Oh, ist das beschissen. Ich
sag ja, es funktioniert nicht immer. Komm ich rein? Komm ich ins Spiel? Ich starte einfach mal eins und du kommst bei mir rein. Ja, das ist richtig behindert, Mann. Isle of Siptah. Ja, ich hatte schon mal angefangen. Ich habe mir auch schon einen Charakter erstellt. Eine Kannibalenfrau. Mal sehen. Ja. Lass mir der so reißen. Aber ich habe das, ich habe nur bis zum Tutorial gespielt. Also ich habe eigentlich nur einen Charakter gebaut. Und ja, es gibt verschiedene Religionen. Also die glaubt an die, dass Kannibalismus cool ist. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Und dann gab es ja noch die Fraktion aus dem Film, diese Schlangenfraktion. Darum dreht sich alles in den Film. Okay, jetzt erkennt er bei mir das Game. Ich habe Vollbild-Fenstermodus gemacht jetzt mal. Ja, dann mach du mal an. Achso, du lädst noch. Es lädt, ja. Aber wie kann man denn dann joinen? Ich meine, es geht einfach über Steam. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da du ja einen Charakter schon hast, sollte das dann auch schneller gehen. Ich glaube, ich starte dann auch genau da, wo du gestartet bist. So, ich höre wieder Musik, das heißt, ich bin schon fast da, vermute ich mal. So, da sind wir. Oh, oh, Mist. Ich bin ja ganz nackt. Ich weiß nicht, ob mir da Twitch jetzt, ob es da Ärger gibt. Und das mitkriegen wahrscheinlich. Ja. Kann aber ich da hier kaum Verkehr ist bei uns? Kann ich die Frau nicht wieder anziehen? Du hast doch noch nichts, oder? Nee. Ja. Keine Ahnung, guck mal, ob du mich einladen kannst oder. Ja, aber wie? Ein Sitzungseinladung. Oder ich versuch's einfach direkt über Steam. Zum Zuschauen einladen, in Lobby einladen kann ich. Hier beitreten, mach ich mal. So, also Leute, ich glaube, als erstes sollten wir Klamotten finden. Craft. Also springen, interagieren, klettern. Okay, lädt zumindest. Spezialangriff, ja, treten und ausweichen. Alles klar. Ja, natürlich auch weiblich. Wir gehen einfach mal die Straße hier lang und gucken mal, was passiert. Keine Ausdauer, okay. Da oben ist die Ausdauer. So. Volk. Ich bin gerade erst quasi... Oh, da ist schon der erste Gegner. Komm her, ah ne. Volk genommen. Atlanta. Okay, angeblich kann ich mit E interagieren. Aber es passiert nichts. Gar keine Lust, das durchzulesen. Gods cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. Heilung the men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Fruchtbarkeit tot. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir den den Typen, den wir da sehen, die Leiche, dass wir den entkleiden können, aber es hat nicht geklappt. So, das heißt, ich muss weiter hier. Hier ist eine Oase. Mal sehen, ob wir hier was Nettes finden. Okay, ein Baum. In Fäusten fällen geht schon mal nicht. Also es ist kein Minecraft. Uiui, es hängt ein bisschen. Da hinten sind... Oh je, das sind riesige Viecher. Ich glaube, mit denen kann ich mich noch nicht anlegen. So, ich würde gerne schwarz einstellen. Ui.
Ah, mit E kann ich schon hier Sachen einsammeln. Alles klar. Ich, das ist jetzt hier. Ach so, vorgefertigt mir der Maschine. Okay, jetzt kann ich also schon mal hier ein paar Maden essen. Und jetzt hänge ich hier im Baum fest. Okay. Hat sich hier in den Baum geglitscht. Na toll. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen, weil ich einen Baum verkloppt habe. Aber ja. Ja, du erntest doch was, wenn du aufhaust. Ja, aber ich häng fest. Ich häng im Baum fest. Ich kann nichts machen. Aber ich glaube, du kannst. Sicher, es gibt einen Developer-Modus. Kannst du dich teleportieren? Charakter wiederherstellen. Armband entfernen. Ja, dann stirbst du. Ah, ich kann. Ah, ich kann hochklettern. Ah! Ja, stimmt, man kann klettern. Hab ich auch vergessen. Ich bin am Baum hochgeklettert. So, also, wo ist das Crafting-Menü? Okay, auf C kann man schleichen. Okay, Inventar. Was haben wir denn hier alles? Ein Trinkschlauch. Notizen, das ist das, was du eben vorgelesen hast. Dann haben wir noch Samen. Handwerk. Rezept. Guck mal hier, grobe Gamaschen. Das klingt doch interessant. Was brauche ich denn dafür? Pflanzenfaser. Habe ich sogar, aber nicht genug. Deshalb laufe ich hier nochmal rum, drücke nochmal ein bisschen E. Ich habe keine Ahnung. Pflanzenfaser, okay. Pflanzenfaser und Samen, alles klar. Pflanzenfaser. Gut. Dann gucke ich doch mal, ob ich hier. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich ein paar Hosen mehr machen. Und eine grobe Tunika kann ich mir auch herstellen. Und grobe Handwickel. Zack. So, jetzt ist es doch schon viel Twitch-freundlicher mit Hose. Geil, Alter, geil. Richtig Next Level mit Facecam Greenscreen, schreibt der Niki. Ja, Niki. Jetzt brechen neue Zeiten an. So, dann als nächstes brauche ich wahrscheinlich hier so eine Axt. Steinaxt. Dafür brauche ich aber einen Ast. Wie komme ich denn an einen Ast? Wie komme ich an einen Ast? Weil umkloppen kann ich den Baum ja nicht. Oder nee, sammeln. Einfach einsammeln auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja, da liegen Äste rum. Ich sehe keinen Ast. Ich sehe nur Wüste und Blätter. Doch, auf dem Boden. Pflanzen. Einige sammeln sowas wie Steine. Sammelt man nur auf dem Boden. Ah, ja, da sind zum Beispiel Steine, okay. Aber Äste sehe ich zum Beispiel nicht. Also es ist wirklich wie bei Ark, das Einsammeln, dass das auf dem Boden liegt. Ja, es ist sehr ähnlich. So ein bisschen fortschrittlicher. So. Ja, und danke, Niki, fürs Zuschauen. Freut mich. Also wenn du Bock hast, mach doch einfach mit. Ja, da wahrscheinlich nicht installiert. Dann installierst du demnächst und dann spielen wir's. Wobei er lädt 10 Sekunden runter zu einer Leitung. Handvoll Insekten, aber ich sehe keine Äste auf dem Boden. Oh, Körper. Ah, man kann E gedrückt lassen, dann erntet die zweimal. Oder mehrfach sogar, so lange bis das Ding weg ist. Aber ich habe noch keinen Ast gesehen. Das ist wahrscheinlich riesige Titten, kann das sein? Ja. Wieso? Wie kommst du da drauf? Hier liegt ein Ast. Ich stehe ja mehr auf Arsch. Du kannst ja auch einen riesigen Arsch machen. So, alles klar. Ich habe schon mal zwei Äste. Wenn ich doch nur wüsste, was das Standard-Crafting-Menü ist. Q, Tab, Shift. Ja. So, das interessiert mich nicht. Kann ich das wegdrücken? Ja. Huch! Hier ist eine nackte Frau. Eine muskulöse, nackte Frau.
Bin ich das vielleicht? Ja. Hey, spawn ich doch bei dir. Ja, direkt neben mir. Toll. Weil ist doch schön. Na, du bist ja noch nicht weit gelaufen, oder? Nee. Wir sind noch hier. Das ist die allererste Oase, die man hier findet. Ich sammle auch nicht alle Äste ein, damit du auch ein paar hast. Ui, es ruckelt. Ich glaube, da muss ich erstmal fangen. Achso, Niki, falls du uns zuguckst, wie läuft's denn? Ich kann gerade nicht gucken. Obwohl, ich kann mal muskulös. Ich kann mal zwischendurch gucken. Oh. Ah doch, sieht alles ganz gut aus. Nicht so gut. Hier sind Häschen! Kann ich nicht einsammeln. Ich kann es auch nicht verkloppen. Oh, doch! Oh, ich hab's tot getreten. Und was mache ich jetzt mit dem toten Hasen? Oh je, der Stream hängt bei mir des Todes. Kadaver plündern. Aber ich kann den nicht plündern. Muss man das erst erlernen? So, dann gehe ich doch mal wieder hier. Eine Steinaxt. Eine Spitzhacke. Brauche ich 5 Äste für. Aber gut, wenn ich die Steinaxt jetzt habe, kann ich sicher Bäume fällen. Ja, geil. Ist flüssig. Danke, Niki. Ich glaube, ich muss den Niki mal demnächst zum Admin machen. So. Das sieht so behindert aus, wenn ich unten einfach nur so als Gesicht zu sehen bin. Okay. Du läufst gar nicht, du schwebst nur. Deine Beine stehen, also deine Figur steht. Ja, irgendwie ist es komisch. Du schwebst über dem Boden. Ich glaube, ich kann nicht richtig connecten. Es laggt doch total. Der Stream ruckelt wie Sau bei mir. Du schwebst nur. Sieht total bescheuert aus. Ja, vielleicht musst du doch hosten. Ich weiß es nicht. So, Spitzhacke. Fackel. Bett? Was ist das? Rohlederbettstatt. Okay. Faserbettstatt. Abgedichteter Trinkschlauch. Ein paar Schlappen mache ich mir noch. Performance oder Scheiße. Ich glaube, der Rezept. Jungkrug. Schwacher Trank. Zwirren. Keine Ahnung, für was man das braucht, aber ich mach's mal. Aber ich nicht was für den Kopf? Nee, da kann ich nichts machen. So. Eine Fackel einsetzen. Also die Welt sieht schon sehr cool aus, muss man sagen. Okay, Vollbildmodus läuft der. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt läufst du auch bei mir. Ja, ich glaube, das Problem war der Fenstermodus. Hier läuft jetzt eine nackte, sehr muskulöse, glänzende Frau. Beim Editor sah die nicht so muskulös aus. So, ich habe keine Ahnung, warum. Essen, trinken, essen, meine Aufgaben. Ach so, trinken, ein Bett oder einen Bettsack benutzen. 5. Überlagerung mit anderem Objekt oder Gelände. Kann ich den Bettsack denn hinlegen? Hier in die Wiese? Ah ja, okay. Zerlegen, interagieren. Eine geweihte Waffe beschaffen. Wissenspunkte investieren. Trinken. Ja, aber diese Aufgaben, die gestellt werden, manchmal total random. Wissenspunkte, das sind diese verfügbaren Punkte, ne? Stärke, Geschicklichkeit und so weiter und so weiter. Ja. Ich mach mal Überleben. Ich kann überall eins machen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ah, nee, nein! Ich hab Klamotten, Mama. Ach, das kann man nicht rückgängig machen, ja toll. Egal. Das kann ich aber schon herstellen. Werte, Reise. Was dauert aber lang. Ja stimmt, das Menü ist wesentlich übersichtlicher als bei Ark. Warte, gab's noch was mit Gewicht?
Ich soll was trinken angeblich, aber hier dafür müssten wir, glaube ich, irgendwo mal hingehen. Ich habe ja auf jeden Fall nichts zu trinken. Und ich brauche dringend was zu trinken. Ich bin sehr durstig. Ja, du hast diese Multiplikatoren wahrscheinlich auch noch nicht geändert, oder? Nee. Kann ich auch Blut trinken? Ist ja immer ein Conan. Conan-Welt. Guck mal, hier vorne hab ist ich doch. Ich gerade selbst von innen gesehen. Ja, geil. Oh, hier ist ein Typ. Kämpfer. Ich hab gar nichts, ich hab keine Waffen. Au. Au. Scheiße, der zerlegt mich. Der zerlegt mich. Ich hab gar nichts, ich hab nur einen Fäust. God take you. Scheiße. Jetzt hab ich dich anvisiert. Wieso hab ich denn dich anvisiert? Ich muss wegrennen, ich sterbe. Ist doch noch ein Krokodil! Oh Mann! Ja, fuck you! Oh Mann! Scheiße! Keine Ausdauer! Du musst irgendwo hochklettern. Alter, hier sind so viele Wesen. Okay, den einen habe ich umgekloppt. Aber die Tussi macht mich jetzt wahrscheinlich fertig. Nein! Scheiße, ich hätte nur noch einmal hauen müssen. Respawn. Zack. Ah, ich habe ja meine Sachen immer noch. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Kämpft ein Krokodil gegen eine Riesenschildkröte. Wie kann ich denn? Kann da irgendwie Holz nur über Äste oder was? Alles nehmen. Wow! Krass! Das Krokodil hat einmal geschlagen und ich war halb tot. Aber es war schon halb tot geprügelt von dem anderen Tier. Oh, meine Überreste. Oh, die haben die Frauen zwei Teile gebissen. Mit den Kadavern kann ich aber nichts machen, ne? Doch, natürlich, du kannst sie auch schlachten mit einem Beil. Aber das kommt erst später, das hast du jetzt noch nicht. Okay, immerhin muss ich jetzt nicht mehr trinken. So, ich wärme mich am Feuer. Und genieße den Rausch des Sieges. Ja, ich habe getrunken. Da, bist du das, da hinten? Was gibt denn hier ein Zeug? Ach, das sind Überreste. Ja. Rissen. Hi. Also ich habe irgendwie das Game schöner in Erinnerung gehabt. Ich finde, so schlecht sieht das doch jetzt gar nicht aus. So schlecht schmeckt das gar nicht. Also, genau. Trinken, trinken. Jetzt getrunken? Und erkennt man das? Ja, hab ich. Ja, und jetzt? Gibt kein Ziel, oder? Man kann einfach rumlaufen und alles machen, was man will. Keine Quest oder so. Ja, aber ich muss doch zum Beispiel Dings bumsen. Wen musst du bumsen? Es ist doch, ich weiß nicht, ich habe keine Baupläne oder so. Nee, das kriegst du doch mit Level ab. Ach, immer so. Hier Talente und da kann ich hier Wissenspunkte. Okay, ach, oh, das nervt, dass man mit Steuerung tritt. Das ist quasi wie bei Dings. Genau auch wie bei Ark, dass du Baupläne hast. Ja. Kistenmacher. Schläger. Scharmützler. Axt brauche ich mir. Also grün heißt, das habe ich schon, ne? Ich brauche noch Zwirn. Wie mache ich denn Zwirn? Ach da. Was baust du denn? Ich muss jetzt mein Bett bauen. Ach so. Pflanzenfasern.
Eine Opfergrube zu Ehren von Jog. Rüstungsmacher. Das kann ich noch nicht machen. Huch! Was war das für ein Geräusch? Er hat mal geerntet. Achso. Ja, was soll ich denn für einen Beruf machen hier? Bau, Steinmetzlehrling kann ich zum Beispiel machen. Ich glaube, ich lerne erstmal die Kiste. Primitiver Koch ist, glaube ich, auch wichtig. Dann mache ich hier Kiste. Ach hier, du kannst jetzt mit deinem... Ah, die Leichen sind nicht mehr da, oder? Weiß ich nicht. Weil da kann man jetzt mit Geräten kann man da rumhacken. Und dann mache ich mir noch hier eine Waffe. Schläger, Krieger, Steinschwert, Steinkeule, das klingt gut. Und ein Schild, klingt auch gut. Pfeil und Bogen ist auch cool. Ach doch, da sind noch Leichen. Ja, dann komm, dann schalte ich alles frei, dann habe ich alles. So. Ich habe jetzt... Geil! Ich glaube, man kann auch Menschen zerhacken. Jetzt kann ich ganz viel herstellen. Ich muss nur gerade mal gucken, was die Taste für das Bauen ist, weil ich... So, Schnelltaste. Ah, Q ist also Ziel erfassen, ich verstehe. Vorwärts, Inventar, Karte, Hauptmenü, Reise, Talente, Attribute. Hä? Reise, Karte. Ease, Inventar. Warum ist das so weit weg? Ich verstehe das nie. Was ist weit weg? I. Ja, wer denkt ist immer Inventar in jedem Spiel. Ja, aber das ist totaler Schwachsinn, weil I so weit weg ist. I wie Inventar. Ich glaube, die gehen nur danach. Ja, warum? Ja, ja. Ja, ist doch logisch. Ach, ich brauche noch mehr Pflanzenfasern. Ich mache mir das meistens auf B, aber jetzt gerade. Okay, dann mache ich einfach Inventar auf Tab. Ich glaube, Skyrim ist das einzige Spiel, wo Inventar auf Tab ist, oder? Tab ist das neue E. Nee. Nutz über B. Ja, oder B. Halt irgendwas, was du mit einer Hand halt erreichen kannst. Bin ich von WoW gewöhnt. So. Hä? Wieso sammelt die denn nicht? Und zurück, und zurück. Zack. Ja, perfekt. So, Ach, Niki schreibt knapp. Sorry, Niki, ich guck nicht so oft auf den Chat. Ich krieg das gar nicht so mit. Ja, da bräuchtest du vielleicht noch einen zweiten Bildschirm für. Ich glaube, dann würde ich es auch nicht mitkriegen. Na, wenn du erstmal 10, 15 Zuschauer hast, die alle schreiben. So. Ja, soll ich was bauen, oder? Stimmt doch mal. Rezept einfaches Tor. Stein. Sandstein-Türrahmen. Ich baue mir erstmal einen Trinkschlauch. Steinspeer. Bett habe ich ja schon. Ich baue mir erstmal hier. Ah ja, einen Trinkschlauch könnte ich mir auch bauen. Weiß gar nicht, konnte man rohe Sachen. Ah, essen? Brauche ich Zwirn? Versuch's mal. Naja, Lebensmittelvergiftung. Was wolltest du essen? Man rohe Sachen isst. Okay, ich kann aber hier Dings bauen. Stein. So eine Feuerstelle. Ich würde, wenn wir irgendwas bauen wollen, auf jeden Fall erhöht bauen. Kann ich den Trinkschlauch auffüllen? Du schüttest ihn, glaube ich, aus und gehst dann einfach ins Wasser. Nee. Oh! Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den jetzt abgelegt. Weiß nicht mehr, wie das ging. Okay.
Gartenschlauch weg. Oh, kann ja auch schwimmen. Oh, wenn ich jetzt 8 drücke? Jetzt voll? Ich weiß es nicht. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, du musst. Ja, musst im Wasser einfach die Inventartaste, also die Taste, die belegt ist, drücken. Hä, dann hat das bei mir ausgetrunken. Im Wasser? Ja. Nö, bei mir wird's dann voll. Lass uns so einen Balken. Also, der ist jetzt leer bei mir. So, ich drück 8. Ah, jetzt ist es voll. Ah, ach so muss man es machen. Okay. Und wenn du draußen bist, trinkst du davon. Ja. Warte mal, ich könnte mal Holz fällen. Ich hab doch jetzt Fleisch dabei. Das kann man mal braten. Das kann man nicht benutzen. Ich glaube, man braucht ein eigenes Lagerfeuer. Nee, ich habe ein Lagerfeuer gebaut. Also wir können das ruhig benutzen. Wo denn? Das habe ich noch in der Hand. Ich habe es noch nicht platziert. Ja, lass mal erhöht hier irgendwie auf dem Hügel. Man kann ja klettern, ne? Kannst hier hochklettern oder so. Cool. Das war eigentlich das mit das coolste Feature. Wenn man hier erhöht, da ist man in Sicherheit. Ja, auf dann. Lass uns hier doch direkt ein Lagerfeuer machen. Ja, dann mach mal Lagerfeuer. Ich mach mir ein Bett. Bett. Direkt nach dem Lagerfeuer. Da muss man jetzt wahrscheinlich wieder Holz reinmachen. Das kann ich nicht. Muss man da noch was reinmachen? Ja, da steht eine 1 und eine 2. Auf 1 muss das Holz, oder wie? Hm? Weiß nicht mehr. 1? Und jetzt mache ich Fleisch? Wo ist denn mein Fleisch? Ach da, in der Mitte ist das Lagerfeuer, so. Ich hatte doch Fleisch. Und so viel Holz braucht man nicht. Arbeitsbiene, kann man die auch grillen? Mal gucken, vielleicht kommt ja was bei raus. Fleischfetzen. Ja, und was grillt er jetzt? Ich glaube, die Insekten kann man nicht grillen. Ja, warte mal, der oben der Balken läuft gerade ab. Nee. Nee, man kann gar nichts grillen, die Fleischfetzen auch nicht. Fleisch. Das sah vorher anders aus, war rot. Jetzt ist es so braun. Kannst du jetzt essen. Gekochte Wildfleischfetzen. Und auf jeden Fall Feuer ausmachen, wenn es nicht benutzt wird. Damit das Holz nicht. Cool. Also hier funktioniert alles wesentlich besser und flüssiger als bei Ark. Ja. Die haben auf jeden Fall gelernt. Was wollte ich denn jetzt herstellen? Eisenkopffall? Nee. So geil, wie es wegfliegt. Ah, hier ist noch mein Bett. Zack, in alle Richtungen gespreadet. Achso, ich baue das jetzt. Okay. Ich mach mal daneben direkt mein Bett. So witzig. So. Ich esse dabei noch ein paar Insekten. Meinst du, ich sollte lieber einen Speer oder lieber hier so eine Keule oder ein Schwert? Schwert kannst du, glaube ich, noch gar nicht. Wieso nicht? Was Gillen meinst du? Menschenfleisch. Noch gar keine Punkte verteilt. Kann ich kochen. Überleben, Kistenmacher, Primitiver. Geil. Rohes Menschenfleisch. Hier habe ich über 7. 5 und 6. Zip. Yep. Hier ist mein Schwert. Bogenschütze, wichtig. Kann man denn Speer machen? Ah, hier. Ah, ich sollte vielleicht auch noch was hier investieren. Ich gehe mal hier runter und zerklopp die da unten.
Oder sollen wir oben schon mal so ein Haus bauen? So eine kleine Hütte oder so. Aus Holz. Oder geht das gar nicht? Ja. Nee, ich glaube Holz gab's nicht. Bin mir nicht sicher. Zwirn. Ich brauch mehr Zwirn. Also hier, wenn du Rezepte lernst, siehst du es ja dann direkt rechts, was ich da getan habe. Ich glaube, man konnte keine. Ich versuche mal so eine Holzkiste zu bauen. Man hat direkt mit so Sandstein angefangen. Aber man braucht mehr, ich brauche mehr Zwirn. Ich sammle mal ein bisschen was. So, ich würde mal Steine hacken. Steine hacken? Oh, Aloe Vera Blätter oder was? Krass. Ich klopf den kleinen Riesen hier um. Und da schläft er. Aber ich kann den noch nicht ausnehmen oder so. Draufhacken. Mit deiner Axt. Geht nicht mit dem Schwert auch? Nee, ich glaube nicht. Nur mit Werkzeug. Ah, Tatsache. Aber das ist sehr verschwenderisch. Später baut man dann so einen Schlachterbeil. Und da kannst du dann sehr viel ernten von den toten Tieren. Und auch hochwertiges Leder. Geil. Tierhaut, Knochen, nice. Nest geplündert, alles super. Wie ist das denn? Spawnen die irgendwann wieder oder sind die jetzt weg für immer? Ja, nee, die spawnen dann irgendwann. Gut. Weil es wäre sonst blöd, wenn man die Vegetation quasi vernichtet, dass dann nichts mehr Neues kommt, weißt du? Die können sich ja nicht mehr vermehren. Theoretisch. Nee. Ich sammle Fasern. Ich höre doch hier ein Tier. Da hinten ist wieder so ein Schildkrötentier. Komm, das hau ich auch noch weg. Das klettert, wenn ich echt. Oh nein! Was ist los? Mich greift ein Typ an! Warte, ich komme! Wieso habe ich mich selbst gehört? Durch dich? Das weiß ich nicht. Kann man irgendwie blocken? Ja. Nee, du kannst nur ausweichen. Mit welcher Taste? Bei mir ist es alt. Gedrückt. Alter, jetzt mache ich das wieder rückgängig. Da ist noch so ein kleiner Spasti hier. So furchtbar aus. Ach, ich habe vergessen, mein Schwert zu nehmen. Ich bin fast tot. Ist doch schön, man kriegt Tierhaut von einem toten Menschen. Man kann auch die, ich glaube die. Ach so, so blockt man. Mit Steuerung. Aber dafür braucht man ein Schild. Ja, also statt zu treten, blockst du dann. So, okay. Ich wollte gerade hochklettern und dann hat er mich einfach runtergeschlagen. Der alte Sack. So, ich mach mal ganz viel Fleisch. Ja. Na, ich kann auch mal was rein. Ich kann auch Menschenfleisch kochen, wenn du möchtest. Ja. Oh. Zur Feier des Tages entblöße ich meine Bajengas und wärme sie am Feuer. Gekochtes Menschenfleisch. Aber das schmackhafte Fleisch, warum passiert da nicht? Sieht aus, als würde es auf meine. Sieht aus, als würde es auf meine Brüste starren. Ich bin verwundet. Gefallen dir Gajengas! Alter, oh Mann! Riesige Titten. Das war auch ziemlich dunkel. Braun gebrannt von Sonne. Von Sonnengott Aphoris. Er färbte meine Haut schwarz. Kann ich mich denn nochmal heilen? Also ich trinke mal was. Heilkraft sucht ihr. Dafür braucht ihr einen Hexer. Jetzt habe ich hier... Fleisch habe ich noch nicht eingesammelt. Fleisch, das Essen der Gewinner.
Konnte das irgendwie splitten? Achso, mit Schiff rechts. Ich splitte gerne Schädel. Ja, du musst es aber auch mitnehmen, gell? Ich glaube, es gammelt irgendwann. Seht euch ein an, ihr gammelt. Aber wie regeneriert denn Leben? Okay, jetzt tut sich allmählich was. Leben? Du musst bauen kleine, einfache Verbände. Ich habe einfache Verbände in meiner Tasche. Möchten Sie haben? Ich rede wie ein Barbar, Mann. Ich hing mein Leben lang an dem Kreuz. Ich kann nicht. Ich habe nie sprechen und schreiben gelernt. Schreiben ist mir auch egal. So, ich werf das hier hin. Da. Da, nehm Heilkraft von Duplex. Ah. Ah, ich muss mir auch einen Verband reinpusten. Pfeffern. Ja. Ich bin jetzt overladen. Warum kann ich denn in mich rein? Ja, geil. Was denn? Ich mach das da rum. Ach, du baust ja schon was. Ah ja? So. Kann ich auch schon. Kann ich da was dazu bauen? Was braucht man denn da für einen Boden? Steinfundament. Ist das das? Steinfundament? Ja. Boah, da braucht man 1000 Tonnen Steine. Ich klopp mal ein paar Steine. So, die Hälfte ist schon fertig. Das ist cool, wie das zerfällt. Spitzhacke aus Holz. Besser als keine Hacke. Yes. Du nimmst einen Stein, der stabiler ist und haust damit auf einen brüchigen. Ja, mit Diamanten kann man alles zerschlagen. Na, da kann man nicht. So, jetzt bin ich aber schon fast am roten Bereich, deshalb muss ich mal wieder zurückgehen. Ah, nee. Ich baue da mal eine Kiste und leg da was rein. Die Natur machte mich stark, doch Ausdauer ist nicht mehr da. Einen schweren Finisher mit einer Waffe ausführen, Schutz suchen. Huch, was war das denn? Wie tut man denn Schutz suchen? Muss ich dafür ein Haus bauen quasi, oder was? Wahrscheinlich, ja. Na, dann baue ich doch mal die Mauer fertig, oder? Soll ich die Tür fertig bauen? Da bräuchst du wahrscheinlich erstmal eine Tür für. Ich habe eine. Aber ich muss zum Platzieren, muss ich es immer unten ins Inventar ziehen, ne? Ja. Ich kann es nicht hier platzieren. Dieses Land wurde bereits eingefordert. Ja, musst du ändern. Anscheinend. Wir müssen, ach, ich weiß, ich glaube, man muss in so einem Stamm sein. Erst dann konnte man. Ah. Willst du sein Stamm von Duplex? Ja, Stamm von Mensch. Stimmt! Aber hä? Clan. Um einen Clan zu erstellen, gib einen Namen ein. Aber das ist doch nicht Clan, oder? Also ich kann nicht mit dir interagieren oder so. Doch, mach doch mal klar. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Clan ist. Nein, es war irgendwie so, dass man zusammen sein musste. So. Jetzt habe ich Clan. Und dann lad mich ein. Aber wie? Eventuell hier in-game? Es gibt hier noch Getreue. Nee, guck mal in-game. Guck mich einfach an. Das ist doch auch so ein Menü. Nee. Hä? Da ist nur E schließen. Ah, ein Clan einladen. Menschenesser.
Ah. Kleineinladung akzeptiert. Jetzt wird mir dein Lebensbalken angezeigt. Ja, deiner mir nicht. Ah, jetzt aber, nicht mehr. Aber du bist grün. Ja. Geil. Ich hoffe, du bauen kannst hier. Jetzt guck ich mal, ob ich die Tür platzieren kann, ne? Nummer 6. Nee, Nummer 1. Ja. Denn. Einfache Holztür. Aber es sieht schon. Aber es sieht schon sehr, sehr, sehr viel besser aus, finde ich, als Ark. Ja, schon. Das hat halt irgendwie so. Endlich im Clan direkt mal kriminell werden. Schreibt der Niki. So, ich finde auch die Höhenunterschiede sind besser als bei Ark. Auch wenn die Decke hier auch relativ niedrig ist. So, reicht das jetzt schon zum Schlafen, oder? Also dieses Zuhause-Aufgabe haben wir schon. Warte mal, kann ich mein Bett wieder mitnehmen eigentlich? Ja. Kann man das hier drin hinlegen? Decke muss man noch. Kann ich gerade 2 Stück bauen. Wo ist denn jetzt mein Bett? Ich hab's doch gerade ins Inventar gepackt. Da. Ja, es ist wieder sehr flach. Aber es geht. Es geht. Ich leg mein. Ich weiß, jetzt häng ich an der Wand. Spider-Man. Ja, jetzt bist du auch in die Wand geglitscht, wie ich eben. So, ich mach mein Bett hier hinten hin. So. Ach so, stimmt. Und dann können wir das Feuer auch noch reinmachen und ich würde auch noch hier so Dings machen, so Kiste bauen. Wollte ich ja noch. Kann ich das denn? Ah, da wollte ich ja Fasern herstellen. Könnt's Inventar. Fasan. So, Holzkiste. Ah, mit Mausrad kann man drehen. Kiste aus Holz, hier. Kostbare Kiste. So, ich mach die mal hier hin, so in die Ecke. So. Ja, aber eigentlich kann man das Lagerfeuer noch vor der Hütte lassen. Ja. Muss einfach da lassen. Wie kann man denn das aufsplitten? Shift rechtsklick und dann halbierst du's. Ah, danke. Dann mach ich mal ein paar, paar Steine hier rein, ne? Und auch ein paar Samen. Die brauche ich ja wahrscheinlich auch nicht alle. Die Steine sind so schwer. Holz lasse ich auch mal busy hier. Mach ich auch in die Kiste. Und die Eier mache ich rein. So, Steine. Bau doch mal Decke. Decke? Du wollen Decke? Muss ich dafür ein Fundament oder nehmen oder? Ah ne, Steindecke. Ich baue. Ich mach schon. So, zack. Und 4 und zack. Ah, noch eine brauche ich, okay. Ja, warte, ich hab auch noch eine. Ja, okay. Wie kann ich die denn da platzieren? Oder geht es nicht? Hä? Vielleicht passt ihm irgendwas nicht. Ich glaube, irgendwas passt ihm nicht. Ich mach's kann mal sein, dass da baumäßig, dass es rumspastet wegen, weil es angrenzt an andere Sachen. Ich meine, irgendwie konnte man das lösen, aber ich weiß nicht mehr wie. Indem man einfach noch eine Wand baut. Ja, guck, du kannst da außen platzieren. Ja, ich weiß. Dumm. Kann man auch Treppen bauen? Heißt es ja? Vielleicht brauchen wir auch nicht. Geh mal kurz weg. Ah, warte, vielleicht braucht man eine Steinsäule. Es gibt auch Steinsäulen. Nein, das brauchen wir nicht. Ich würde einen Teil. Muss ich zerlegen. Und ich brauche 2 Decken. Dann kann man die nämlich ziehen, glaube ich. Ich mach die Steinsäule mal in die Kiste. Das, ich weiß nicht. Aber wir brauchen doch keine zweite Decke, oder? Ne, es geht nicht. Geht einfach nicht. Wenn ich jetzt hier die Wand einreiße. Geht's auch nicht. Ne, das ist total behindert.
richtig dumm. Das ist so behindert. Ja. Richtig gut. Weißt du, das gab's damals schon, das Problem. Haben sie nicht geändert. Sehr hochwertig. So, aber vielleicht ist auch das Problem mein Bett. Ich mach's mal weg. So, Bett ist weg. Probier's mal. Ja, okay, jetzt geht's. Wie dumm. Wegen dem Bett. Okay, dann kann ich mein Bett ja wieder hinlegen. Naja, dafür haben wir jetzt noch ein Fenster. So, mein Bett liegt. Wollen wir ein bisschen schlafen? Aber es ist doch so hell. So, und dann? Aber ich habe meinen Spawnpunkt, habe ich jetzt da drin. Cool. Es funktioniert da alles schon ganz annehmlich. So, ich guck gerade mal bei Talenten, was ich jetzt noch aufwerten kann. Boah, danke. Oh, Mist, ey, voll in die Hand genießt. Okay, ich würde gerne mal einen Bogen bauen, dafür muss ich jetzt erstmal was sagen. Ein Schläger. Ja. Was kann ich denn hier noch alles. Achso, ach, das Gelbe könnte ich freischalten. Sammler, was gibt's denn da? Treibgutmauer. Oh! Treibgut? Kann man das hier im Fluss platzieren? Kann sein. Ohne Treppe! Oh, das sind wieder Gegner, scheiße. Treppe, Treppe! Ich erforsche die Treppe. Oh, kann ich das nicht? Okay, jetzt wird's langsam dunkel. Freischalten? Warum kann ich die Treppe nicht freischalten? Ah, ich hab die Treppe! Geil! Und Dach kann ich auch hier. Dachdecker-Lehrling. Geil. Wie mein Papa. Der war auch Dachdecker. Sandsteinzaun. Zaun. Bringen Zäune was? Dekoration. Ja, erfordert Fackel. Aber ich hab doch eine Fackel. Ah, Fackel Stufe 2. Bettmacher. Okay. Bettmacher, verstehst du? Ins Bett gemacht. Oh, Fleischerlehrling. Nein, lass jetzt doch mal schlafen. Es ist ultra dunkel. Ach so, ich hab nichts mehr zum Freischalten. Ui, oh, ich weiß ui. Gar nicht, ob man schlafen konnte. Ey, das ist mein Bett hier. Kann man hier. Gar nicht schlafen. So, man, wenn man lang E drückt, dann kann man interagieren mit Bett machen. Aber mehr auch nicht. Spawnpunkt aktualisiert. Nö. Ja, man kann nicht schlafen. Ey, ich sehe gar nichts. Gar nichts, ey. Ich sehe gar nichts. Ja, wenn du den Developer-Modus anmachst, kannst du die Tageszeit ändern. Aber wenn ich gar nichts sehe, dann kann ich auch ruhig meine Klamotten mal kurz ausziehen. Guck mal, wie mein Arsch in der Sonne, im Mondschein glänzt. Seh dich nicht. Hä? Du bist nicht da. Ich stehe direkt vor dir. Schwarz. Man erkennt dich aber überhaupt nicht, weil es wirklich komplett schwarz ist. So, jetzt bin ich nackt und jetzt werde ich hier nackt ein paar Feinde zerkloppen. Mit. Geil. Geil. Zack. Zack. So stelle ich mir die Nacht eines Kriegers vor. Er schleicht sich an seine Beute ran und schlägt zu. Ich hab Durst. Acht. Aber wieso kann ich denn keinen Speer bauen? Ich konnte eben einen bauen. Ach, ich glaube, ich habe das nicht gelernt, glaube ich. Oh, im Nest sind wieder Eier. Direkt mitnehmen hier. Kleine Schildkröte, kann sich nicht wehren. Nee, ich warte, bis die groß ist, dann kann man die besser. Dann gibt es mehr Fleisch. Ah, jetzt hier kann ich was lernen. Ah, hier ist einer. Böser Höhlenmann. Bam, bam.
Also das Kampfsystem ist schon mal sehr ein bisschen ausgeklügelter. Ja. Au! Ah, ich habe keine Ausdauer. Ich muss mich wegrollen. Ja, ich glaube, ich muss auch mal ausdauern. Zack! Yeah! Das war dein Ende. Hättest du dich nicht mit der nackten Amazonin angelegt. Die Wildnis machte mich stark. Oh, ich hab immer zu wenig Steine. Willst du mal die Multiplikatoren erhöhen? Wenn du mir sagen, wie gehen. Ja, irgendwie Escape, dann... Ich muss mir erstmal wieder was anziehen, es wird nämlich hell. In die Einstellungen. Mach ich gleich, aber ich warte erst, bis die zwei hier das Krokodil zerkloppt haben. Und dann zerklopp ich die. Zack! Ja, damit hättet ihr nicht gerechnet. Haha! Zack! Zack! Ernte ich das. Ei, Scheine hatte die dabei. Kadaver plündern. Hyborianischer Zimmermann. Oh nein, ich habe einen Zimmermann hingerichtet. Ich dachte, die wären alle Barbaren und böse. Alt. Was will ich denn machen? Alt. Ich. Brauchst du Steine? Ich ernte mal ein paar. Gekochtes Menschenfleisch. Es ist aber nicht schlimm, wenn ich Menschenfleisch esse, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Dass es auf die Moral schlägt. Zielerfassung ist cool. Ist cool? So. Attribute. Ich kann ja wahrscheinlich steigern. Oh ja, 7. 7. Krass. Dann mach ich doch mal hier Vitalität. Dann Belastung. Dann Stärke. Okay, und Stehvermögen. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich stark. Ach, man kann E gedrückt lassen beim Einsammeln. Ja. Sehr schön. Die haben endlich mal... Da hat jemand mal mitgedacht, weißt du? Und er hat sich gedacht, was könnte am meisten nerven, dass man immer E drücken muss? Holz habe ich eigentlich genug. Steine brauche ich. Ich habe ganz viel. Ich komme. Ich bringe ganz viel mit. So viel Steine, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir werden in Steinen schwimmen, werden wir. So. Und klettern. Hehe, geil. Guck mal, wer hier hochkommt. Huhu. Ja, das Klettern hat sich schon gebockt. Geil, und oben ist auch unsere Hütte. Das ist ja mega cool. So, ich mache ganz viele Steine hier in Kiste. 300. So. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. So, jetzt kann ich mir ein paar Waffen machen. Speer, sehr schön. Oh, mal gleich drei Stück. Keule, Deutsche. Pfeile brauche ich mir. So, einen schönen kühlen Schluck getrunken. Bandagen brauche ich eigentlich gar nicht. Also. Ui. So, Bandagen habe ich noch gar nicht. Wo hast du Aloe Vera? Oh, oh. Wie lerne ich die? Bin ich. Ich leg mal ein paar hier in das Dings. Wie hast du die gelernt?
Die hatte ich schon von Anfang an. Nicht? Ja. Ach, da unten rechts. Toll, kann ich eins bauen. Ja, wie gesagt, da braucht man Aloe Vera für. Ich habe gerade vergessen, wo das war. Aber hier hinten. Ah doch, das waren diese kaktusartigen Dinger. Cool, jetzt habe ich einen Speer. Geil, hier, Aloe Vera. Also ich muss sagen, das bockt jetzt schon 10-mal mehr wie Ark. Allein, dass alles so geschmeidig und flüssig ist. Und nicht überladen, auch mit tausenden von riesigen Zahlen, die den ganzen Bildschirm bedecken. So. Achso, ich kann jetzt wieder mehr herstellen. Geil, ich guck grad mal. Fackel. Behelfsmäßige Fackel. Ah, jetzt kann ich eine richtige Fackel bauen. Reparaturhammer. Abhäutermesser. Ja. Das ist gut. Alles klar, direkt gebaut. So. Reparaturhammer gibt's noch. Ja, genau, dann kannst du Sachen reparieren wahrscheinlich. Sonst habe ich noch nichts krasses. So, eine gute Fackel. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist, aber vielleicht brennt die länger einfach. Mal gucken, wie das. Ich kann auch Pfeil und Bogen nicht in Ego-Sicht benutzen. Ah, okay. Ego-Sicht? Ah! Ich hab die schießt sofort. Die schießt sofort los. Ich hab immer nur Third Person gemacht. Ah, mit Rechtsklick kann man zoomen, okay. Okay, wollen wir mal auf die Jagd gehen? Guck mal, da hinten sind so Krokodilsviecher. Kannst du deine Waffe ausprobieren? Ich meine. Ist diese auf zwei, auf vier Beinen da, diese so stehen. Erst klopp ich den hier weg. Ah, der hat nichts gemerkt. Ei! Und weg! Woll nicht weg! Oh, der andere greift mich an. Keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Die Ausdauer geht weg wie nix, ey. Nice. Aber dieser Autofokus-Modus, der gefällt mir gar nicht. Dass die automatisch fokussiert. Mach ich überhaupt nicht. Bei mir fokussiert er direkt. Frechheit. Aber warte mal, ich kann den doch häuten. Ja. Oh! Ei. Wenn du dieses Messer schon hast, dann. Ja, aber da gibt es nur Tierhaut und kein Fleisch. Ja, da gibt es, glaube ich, nochmal ein anderes. Schlachterbein oder so. Den kannst du einsammeln. Die Eier. Ja, habe ich. Ah, okay. Häutermesser. Okay. Damit kann man häuten. Und es gibt das Steinhackmesser. Okay, dann nehme ich die auch mal mit. Die Steinhackmesser. Toll, ein Speer ist weg. Ja, meine Leiste unten ist schon voll. Kann man mehrere Leisten einblenden? Also durchscrollen? Ich glaube schon. Das ist ja essentiell, finde ich. Shift vielleicht? Nein. Schnell. Nein, das ist gegen. Wieso verschwinden denn die Speere, wenn sie im Gegner sind? Attribute umschalten. Was soll das? Das List. Roll. Zwei Speere. Seite nach oben und nach unten. Ich sehe es gerade nicht. Achso, was soll ich im Server nochmal einstellen? Die Rate, wie man. Was, Sammelrate. Also Ernten. Ja. Erntemengen.
Multiplikator kann ich nicht verändern. Mach mich zum Admin, so. Ja, dann kannst du es ändern. Dann kannst du alles ändern. Tatsache. Aber man muss jetzt nicht übertrieben sein, aber so ein bisschen höher machen. So, ich hab's um 1 höher gemacht. Ja. Machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, das ist immer schön. Survival Game. Ey, einfach weiter. Wir machen einfach weiter. So, wo ist denn mein Schlachtermesser? Geil. Ja, als wir, als ich mit Niki gespielt habe, und ich glaub, Ingo auch dabei. Der Frank war auch dabei. Ja. Da haben wir, sind wir auf jeden Fall gewandert. Ja, lass uns das doch auch machen. Ja, ich würde aber noch ein bisschen Fleisch oder so mitnehmen. Ja, ich habe Fleisch dabei. Und ein Bett schon mal bauen, damit du einen neuen Spawnpunkt platzieren kannst. Sonst spawnt man dann hier hinten wieder. Okay, die Hütte lassen wir aber für Notfälle noch stehen, ne? Ja. Bis wir halt einen neuen Ort finden, der geeignet ist. Okay, dann brate ich mal. Was hier mit dem ganzen Zeug, hier mit dem... Die Verbände würde ich zumindest mitnehmen. Nimm alles mit, was drin ist. Alles, was du noch tragen kannst. Alles plündern. Ja, bin ich aber schon ziemlich voll jetzt. Ist doch gut. Yeah. Ah, ich habe sogar noch ein Bett dabei. Ah, Fleischfetzen. Krokodilkopf. Ah, gekochte Fleischfetzen. Nicht, ob man den so Krokodilkopf grillen kann. Ich schmeiß mal weg. So, Fleischfetzen. Samen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nie was angepflanzt im Game. Ich guck grad mal. Was? Verbände. Ich stell grad noch mal ein paar her. Was sind denn Verbände? Ah, da. Schwache Aloe. Aloe-Extrakt. Was bringt das denn? Ist wahrscheinlich wie ein Verband, nur dass man es halt trinkt. Extrakt der Aloe Vera Pflanze steht da nur. Egal. Okay, ich bin soweit. Ja, ich auch. Dann los. Ich mach noch meinen Trinkschlauch wohin voll. Denn? Wohin? Das gucken wir einfach. Wir gehen nach Auge. Nach Auge. Ei. Hä? Warum kann ich den nicht auffüllen oder muss der erst leer sein? Bei mir ging es auch, als er noch nicht voll war. Nee, bei mir ging es nur, als er doch, leer war. Ist wieder voll. So, lass uns mal hier jetzt zu den Statuen laufen. Aber ich gebe erst noch mal ein paar Talentpunkte auf Vitalität. Ne, da hat man mehr Ausdauer, oder? Ist das Beweglichkeit? Das weiß ich nicht auswendig. Ich glaube Beweglichkeit. Aber maximale Gesundheit ist Vitalität. Stehvermögen ist Ausdauer. Es gibt verschiedene. Es gibt ja Ausdauer, die du beim Klettern verbrauchst, es gibt welche, die du beim Laufen verbrauchst. So. Alles klar. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Fernab zu neuen Abenteuern. Lass uns hier die alle plündern. Hey du. Ach nee, mit dir kann man reden. Drücke E, um zu sprechen. Veterans tend to smell just a little more like despair. I'm Arcos. Once a sailor, now a wanderer. Aha. You think you were the only one, did you? You should go up north.
There's whole cities of exiles up there. Städte? In the beginning, there were only a few of us. But now, it seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. A lot of desperate people. Okay, auf Wiedersehen. World out there. Ja, er meint, irgendwo im Norden gibt's Städte oder so, aber es interessiert mich nicht. Oh, Eier plündern. Die greifen an. Oh. Kann doch irgendwie tauchen, ne? Ja. Oh, er greift an. Echt? Warum greift er denn mich an jetzt? Na, auf töten. Oh, die sind schon ein bisschen besser, kann das sein? Keine Ausdauer mehr. Komm schon einmal noch. Ja, sehr gut. Dann ziehe ich mal das Fleisch ab. Ja, und häute ihn. Geil. Und weiter geht's. Warte, ich bandagiere mich noch. Ach so, das ist lang. Oh, sieht schon cool aus, muss ich sagen. Ich mach mal ein Screenie. Lass mich gehen. Au! Ah, ausgewichen. Guck mal, ich lenk's ab und du tötest sie. Ei, jetzt hat eine zur Witterung aufgenommen. Zack, eine Mann, weg. Verbraucht ja auch Ausdauer, wenn man... Oh, ich bin verkrüppelt. Scheiße. Und verbraucht ja auch Ausdauer, wenn man normal schießt. Das ist ein Scheiß. Jetzt sind alle Pfeile weg, weißt du? Anstatt, dass die dann drin stecken. Die sind einfach weg. Das ist richtig behindert. Tut mir leid. Warum ist das denn so dumm? Kann mich nicht erinnern, dass es das letzte Mal auch so war. Krass, so viel Hyänenfell. Voll, ich bin wieder fast tot. Brauchst du noch Verbände? Ich hab noch ein paar. Verbände mich schon. Hakelt konstant. Ich glaube, es liegt daran, dass ich auf deinem Server spiele. Ja, wahrscheinlich. Krodil, das wird, glaube ich, nichts. Ich bin so nah dran, mach keinen Schaden. Alles klar. Schlachten. Häuten. Und weiter geht's. Oh, jetzt muss ich mich auch verbinden. Ach, man muss auch auf seine Temperatur achten, das ist ja interessant. So. Und hinten ist so ein Riesenkrokodil. Ja. Hier ist noch so ein kleines. Naja, klein ist es jetzt auch nicht, oder? Au. Nein, guck mal da hinten, das ist so ein riesiges Vieh. Ich glaube, wenn man die lässt, dann wachsen die auch einfach zu gigantischen Viechern ran, oder? Huch! Das hat lustig geglitscht. Oh Mann, ich lagge total. Ich glaube, da kriegt man dann auch irgendwie Blut. Das ist ein Boss. Das ist mega. Meinst du, das ist wirklich ein Boss? Aber ich glaube, wir sollten nicht gegen den kämpfen, oder? Nein, das ist keine Chance. Ich weiß doch, wenn wir mal so auf Säbelzahntiger getroffen sind, die haben uns so krass platt gemacht, mussten immer fliehen. Ah.
Okay. Ich dachte, hier gibt es vielleicht was Neues. Huch. Ah, Serververbindung wurde getrennt. Es ist abgestürzt. Gastgeber hat die Verbindung geschlossen. Es ist einfach gecrashed. Es hat bumm und weg. Ja, es ist auch schon 22 Uhr, wollen wir ein anderes Spiel spielen? Ja. Huch. Ach, der Frank hat die Bibliothek übernommen. Und er sagt nichts. Nee, ich glaube, der wusste auch gar nicht, dass ich spiele. Ja, aber müsste das, du wirst doch gewarnt. Steht in 5 Minuten oder so, musst du beenden. Hätte ich jetzt auch gedacht. Vielleicht kam es auch und ich habe es nicht gesehen. Ja. Ah ja, For Honor. Krass. Hat er einfach das Spiel gealt-F4'd. Sorry an die Leute, die gerade zugucken. Ich kann es mir auch für einen 10er holen. Wir wollten es ja ausprobieren. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich finde es nur gerade komisch, weil mein OBS hat so ein rotes Symbol hier. Aber... Rechts unten? Ja. Jetzt mal die Verbindung zum Server. Nein, nicht da, sondern das Icon in der Tray. Und das heißt einfach nur, dass du aufnimmst. Dass du streamst. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Hinweis oder so. Wie bei einer Kamera. Ja, am Anfang dachte ich auch, das wäre was Negatives. Aber das Wichtige ist immer im OBS selbst unten rechts. Da ist bei mir auch grün. Jetzt habe ich aber einen schwarzen Bildschirm, weil ich gerade kein Spiel auf habe. Ja, ist jetzt auch bei mir ein schwarzer Bildschirm. Ja. Was ist das nächste? Ich wollte auch Apex spielen, aber der Frank spielt ja jetzt vorne. Lass uns Apex spielen. Auch zu zweit. Warum nicht? Okay, vielleicht steigt der Herr da ein. Ich will gerade. Huch! Ich will gerade noch was machen. Huch! So. Ja, so ist besser. Wenn kein Spieler ist, dass ich wenigstens jetzt einen Hintergrund habe, wie hier seht. Mal gucken, ob er es direkt erkennt. Und ich wollte mal testen, wie ich auf dem Handy die Daten ändere. Stream-Info. Gut, dann ist die Aufnahme hier erstmal kurz pausiert, aber ich bin gleich wieder da. Bleibt dran.